Das sächsische Meldegesetz ermöglicht den Kommunen den Verkauf von Einwohnermeldedaten an private Adressbuchverlage, an Marktforschungsinstitute, aber eben auch zum Beispiel an Parteien zum Zwecke der Wahlwerbung, zum Beispiel auch an die NPD. Das Problem dabei ist, dass viele Menschen das nicht wissen. Denn im Meldegesetz ist geregelt, dass man gegen diesen Verkauf erst Widerspruch einlegen muss und erst dann wird das unterbunden. Wir Grünen wollen das ändern. Wir wollen, dass diese Widerspruchsregelung abgeschafft wird und ersetzt wird durch einen Einwilligungsvorbehalt. Das heißt, grundsätzlich dürfen Daten nicht mehr weitergegeben werden. Erst wenn Bürger ausdrücklich schriftlich einwilligen, kann diese Weitergabe erfolgen. Die sächsischen Kommunen und Gemeinden können bereits jetzt die Praxis dieses Datenhandels beenden und eine schriftliche Einwilligung zur Voraussetzung machen, bevor diese Daten weitergegeben werden. Und damit dieses Widerspruchsrecht, was ja jetzt besteht, was aber viele Bürger nicht wissen, ersetzen.